Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei eHayo. Heute gucken wir uns mal etwas Interessantes an, und zwar behandeln wir heute mal Bargraph-Anzeigen. Was ist eine Bargraph-Anzeige? Das ist quasi ein Balken, der uns irgendwie einen Status angibt. Also jetzt ganz klassisch, wenn wir eine Installation tätigen, dann wandert der Balken von 0% bis 100% im Computer drin und zeigt uns somit irgendwie einen Fortschritt an oder irgendwie eine Menge an. Es gibt früher Bargraph-Anzeigen, die bestanden aus verschiedenen LEDs, viereckige LEDs in der Regel, und die haben dann zum Beispiel eine Spannung angezeigt. Man konnte auch mit verschiedenen LEDs anzeigen, wie gut die Spannung ist, also unten rot, dann gelb und dann im grünen Bereich und dann wieder rot, wenn die Spannung zu hoch war. War so eine klassische Anwendung. Ging alles so mit viereckigen LEDs, gab es fixfertige Halter für viereckige LEDs, wo man die im Prinzip irgendwo einbauen konnte. War so klassisch LED-technisch. Heutzutage hat man das sogar noch, wenn ich jetzt hier mal angucke, zum Beispiel mein Multimeter, dann habe ich unten am unteren Rand eine Bargraph-Anzeige. Also selbst ein heutiges Multimeter, das ja eigentlich den Merlin Digital anzeigt, sogar das hat noch eine Bargraph-Anzeige, weil man einfach, ja, man ist es halt einfach gewohnt, man findet es einfach schöner, wenn es grafisch auch noch irgendwo dargestellt ist, damit man irgendwie so einen Wertebereich darstellt, also in dem Fall 0 bis 3 Volt, und dann weiß man gleich auf den ersten Blick, ja, ich bin irgendwo in der Mitte von meinem Wertebereich. Ja, jetzt ist es allerdings so, dass früher ja die Erde flach war und die Elektronen noch von Plus nach Minus geflossen sind, und da hatte man ja keine LEDs. Jetzt habe ich vor einigen Jahren, ich finde das Videomaterial nicht mehr, ich habe es gefilmt, wie ich es aufgebaut habe. Ich habe vor einigen Jahren, ich verlinke euch das alles unten drunter, ein Kickstarter-Projekt von einem Engländer unterstützt. Und der hat in diesem Kickstarter-Projekt Bargraph-Röhren hat der angeboten. Und das war relativ günstig, und dachte ich mal, das mache ich jetzt einfach mal, weil ich finde das ein interessantes Projekt und ich wollte es einfach unterstützen. Das sieht jetzt so aus, dass man im Prinzip Röhren ja immer irgendwie Hochspannung benötigt, wie man gerade gemerkt hat. Und diese Platine erzeugt diese Hochspannung für die Röhren, und man kann die dann zum Beispiel ganz einfach mit dem Arduino ansteuern. Ich zeige euch jetzt mal schnell, wie es funktioniert. Man gibt dieser Platine im Prinzip erstmal 12 Volt, kann dann hier die Spannungsversorgung einschalten. Die Kondensatoren bleiben übrigens geladen. Dann leuchtet diese weiße LED und zeigt schon mal an, dass irgendwas funktioniert. Nun kann man dieser ganzen Schaltung vorne eine Spannung aufgeben. Es gibt zwei Kanäle, Tube 1 und Tube 2, auch da oben nochmal beschriftet im Bestückdruck. Und wenn ich jetzt hier die Spannung erhöhe, erhöht sich auch dieser Bargraph. Man hat also quasi eine rein analoge Anzeige. Die Spannung, die ich jetzt hier einstelle, wird rein analog hier dargestellt, von 0 bis 4 Volt. Das Ganze mit einem Arduino, auch ansteuerbar. Und der hat zum Beispiel eine Uhr daraus gebaut. Das fand ich ein ziemlich cooles Projekt, wie der das gemacht hat. Und zwar hat der die Eingänge so gestaltet, dass man auch mit einer PWM draufgehen kann. Und wie das Ganze ausschaut, das probieren wir jetzt einfach mal direkt mit dem Arduino und schreiben eine kleine Sketch dafür. So, jetzt habe ich dieses Sketch hier auf den Arduino drauf gespielt, also diese Fade Sketch. Habe dann quasi die entsprechenden Pins hier mit der Platine auf Tube 1 und Tube 2 verbunden. Und was nun passiert? Tada! Die zwei Röhren faden hin und her. Das finde ich schon mal ein ziemlich sexy Beispiel, wie das Ganze funktioniert. Was mich natürlich jetzt auch noch brennend interessiert bei der ganzen Thematik, ist natürlich erstmal, welche Spannung liegt hier auf dieser Röhre überhaupt an. Also tut es jetzt weh, wenn ich hier auch hinlang, oder tut es weh, wenn ich hier vorne hinlang wie vorhin. Also gucken wir es uns mal an. Wir geben wieder etwas Gleichspannung drauf. Wir haben aktuell 0 Volt auf der Röhre. Und was wir jetzt allerdings sehen, ist, dass die Röhre 98 Volt hat. Also das ist schon ganz anständig, aber es ist
ich lange nicht hin. 98 Volt auf der Röhre. Allerdings, egal wie ich moduliere, wie sehr ich die Spannung variiere, es ändert sich hier nicht wirklich was. Also es ändert sich schon was, aber im hinteren Bereich. Bedeutet für mich, ich gehe mal nicht davon aus, dass das bisschen Änderung da hinten dafür sorgt, dass der Bargraf vor und hinten auf und ab geht. Wir schauen uns das Ganze also jetzt auch nochmal mit dem Oszilloskop an. Also wahrscheinlich wird irgendwas aufmoduliert sein und das betrachten wir jetzt auch nochmal. Was man jetzt hier sehr gut erkennen kann, ist, dass wir hier so Spannungspakete kriegen. Viele, viele Spannungspakete. Wir haben die Gleichspannung von 98 Volt noch drauf. Und wenn wir jetzt die Ansteuerspannung erhöhen, kann man gut erkennen, dass diese Menge der Spannungspakete größer wird. Und wenn wir dann Richtung Limit gehen, kann man auch sehr gut erkennen, dass diese Menge der Spannungspakete auch nochmal mehr wird und quasi dadurch mehr hochfrequente Energie übertragen wird und somit diese Bargraphanzeige angesteuert wird. Das kann man hier echt wundervoll, wundervoll erkennen. Wenn wir jetzt hier nochmal reinzoomen, sieht man diese Pakete. Und auch nochmal, wie jetzt quasi hier eine zweite zusätzliche Spitze nochmal mehr hochfrequente Impulse hinzugibt, damit man eben diese Ansteuerung tadellos aussteuern kann. So funktioniert es also. Man hat einen gewissen Gleichspannungsanteil, damit die Röhre überhaupt mal eine Spannung hat, um zu funktionieren, und gibt dann hochfrequent nochmal gewisse Anteile drauf, um dann entsprechend, also in dem Fall jetzt 45 kHz, nur mal als Größenordnung 45 kHz, wenn es dann runtergeht, sind wir bei 22,7 kHz, also der hat quasi doppelte Frequenz da oben nochmal drin. Und mit dieser Hochfrequenz werden eben diese Bargraph-Anzeigen, diese IN9-Röhren, angesteuert. Das Ganze, wie gesagt, nochmal war eine Kickstarter-Aktion vom Robert Sterling. Hier nochmal der Link dazu und nochmal die Karte von Kickstarter. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Ich simuliere hier nochmal kurz die Daumen nach oben und die Abonnentenanzahl. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Video. Ciao! Der hat in diesem...